Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den DJI Phantom Quadrocopter. Eine Frage, die immer wieder in Foren auftaucht, ist die Frage, wie kann ich die Flugzeit des Copters verlängern? Das Problem ist ja, dass der Phantom ein relativ kleines Akkufach hat und damit ist natürlich auch die Möglichkeit begrenzt, hier größere Akkus zu nutzen, die eine längere Flugzeit bringen würden. Man muss sich also was einfallen lassen und über eine sehr interessante Lösung bin ich die Tage in einem Shop gestolpert. Die sieht so aus und nennt sich DJI Phantom Zweifach Akkuhalterung. Was es damit auf sich hat, das möchte ich euch heute einmal kurz zeigen. Bevor ich das aber mache, noch mein Dank an den Shop, an fpv-multicopter.com, denn die haben mir freundlicherweise hier diese Halterung für diese Vorstellung zur Verfügung gestellt. Bevor wir loslegen, schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an. So sieht das Ganze aus. DJI Phantom Zweifach Akkuhalter steht drauf. Ich hole mal raus, was da drin ist. Da haben wir zunächst einmal hier solche Halter. So sehen die aus. Darauf werden dann die Akkus befestigt. Und dann haben wir hier noch eine Reihe von Schrauben. Das sind sehr wahrscheinlich Austauschschrauben, die halt da zur Montage genutzt werden. Ein zusätzliches oder optionales Zubehör, was ihr euch auf jeden Fall auch kaufen sollte, das ist hier noch so etwas, ein Y-Kabel für eben XT60-Stecker, sodass ihr hier zwei Akkus parallel damit am Copter betreiben könnt. Wichtig ist, es muss ein paralleles Kabel sein, damit sich die Kapazitäten addieren und nicht die Spannungen. Kommen wir nun zur Montage. Dazu drehen wir den Copter rum und wir müssen jetzt hier als erstes einmal die Beine demontieren. Dafür gehen wir hin und schrauben hier die Schrauben los. Das sind so Kreuzschrauben, einfach runter damit, sodass wir dann das Bein abnehmen können. Wenn wir dann alle Schrauben gelöst haben, dann können wir hier diesen Standfuß abnehmen. Achtet beim Abnehmen natürlich darauf, dass an der einen Seite ja hier die Antenne noch rausguckt und an der anderen Seite der Kompass. Ja, wenn wir das dann abgenommen haben, dann nehmen wir uns jetzt eine dieser Halterungen, diese Akkuhalterung. Die hat hier Bohrungen, die passen wunderbar zu diesen Gewinden hier am Copter, sodass wir das hier genau drauflegen können. Nachdem wir das dann gemacht haben, nehmen wir uns den Standfuß wieder und setzen den halt wieder drauf. Und dann geht es daran, das Ganze wieder zu verschrauben. Dazu nehmt ihr einfach die mitgelieferten Schrauben und setzt die jetzt hier ein und schraubt das Ganze dann hier fest. Ihr braucht dazu einen Torx-Schraubendreher oder einen Sechskant-Schraubendreher, denn diese Schrauben sind nicht nur etwas länger, sondern haben auch einen anderen Kopf. Das Ganze wiederholt ihr dann natürlich auch auf der anderen Seite. Und wenn der Copter dann fertig gebaut ist, zusammengebaut ist, dann seht ihr, haben wir jetzt hier an der Seite diese beiden Akkuhalterungen. Ja, kommen wir zur Montage der Akkus. Dazu habe ich an der Unterseite der Akkus so ein bisschen Klettband befestigt. Und dann nehme ich mir ebenfalls etwas Klett, so einen ganz klitzekleinen Streifen und klebe den hier genau in die Mitte rein. Das hilft mir, dass der Akku, wenn er dann da gleich dran befestigt ist, nicht mehr verrutschen kann. Dann können wir das Ganze umdrehen und dann nehmen wir uns einen Akku und setzen den von unten unter den Copter. Ich mache das hier mal so, drücke das mal so ein bisschen fest. Das hält zwar schon, aber nicht wirklich gut. Deswegen brauchen wir noch so ein Klettband. Die kann man überall günstig kaufen, zum Beispiel im Baumarkt gibt es die. Und das ziehen wir dann hier durch. So, einmal durch den einen Schlitz und auf der anderen Seite ist ein zweiter Schlitz unter dem Akku dann durch. Und dann können wir den Akku darüber hier so ein bisschen festzurren. Ich ziehe das jetzt mal zu. So, und wenn man das ordentlich festgezogen hat, dann führt man das Band wieder zurück, außen entlang und klettet das hier so fest. So, und jetzt sitzt der Akku wirklich bombenfest und kann hier weder verrutschen noch rausplumpsen, der hält also hier wunderbar. Das machen wir dann an der anderen Seite genauso.
So sieht das Ganze dann an der Unterseite aus. Wir haben hier die beiden Akkus, die jetzt hier an der Seite befestigt sind. Und jetzt müssen wir nur noch hingehen und das Ganze an den Strom anschließen, an den Kopter. Dazu öffnen wir hier oben die Batterieklappe, holen dort das XT60-Kabel heraus und verbinden dieses dann mit dieser Y-Weiche, mit diesem Parallelkabel. So, einmal. Das können wir hier so ein bisschen an der Seite dann rausführen. Und die machen wir dann einmal nach links und danach einmal nach rechts. So, wenn dann alles fertig zusammengebaut ist, dann wollen wir uns jetzt hier diese Zweifach-Akkuhalterung natürlich auch nochmal in der Praxis anschauen. Und genau das machen wir jetzt. So, das war's. Wir sind zurück vom Flug. Das Flugverhalten war natürlich ein bisschen träger mit dieser Zweifach-Akkuhalterung, aber es war trotzdem noch erstaunlich gut. Der Kopter konnte erstaunlich gut und wendig geflogen werden und auch präzise gesteuert werden. Entscheidend ist aber natürlich die Flugzeit. Hier habe ich 16 Minuten Flugzeit herausgeholt. Ich denke, das ist eine ordentliche Leistung. Normalerweise schafft man so ja, 9, 10, vielleicht 11 Minuten. Also schaffen wir hier mit dieser Zweifach-Akkuhalterung eine Steigerung um 60%. Und daher ist diese Zweifach-Akkuhalterung auch sehr empfehlenswert für all jene, die länger in der Luft bleiben wollen oder vielleicht auch müssen, weil sie eben so lange filmen müssen. Ja, zum Preis, die Akkuhalterung an sich, die liegt bei 27 Euro. Das Y-Kabel hier, wenn ihr euch das nicht selber basteln wollt oder könnt, dann kostet das etwa 9 Euro. Beides könnt ihr im Shop von FPV Multicopter bestellen. Wer solche Klettkabelbinder hier noch braucht, die gibt es bei Amazon. Auch hierfür setze ich euch unten einen Link rein unter den Film. Zum Abschluss habe ich noch eine ganz tolle Sache für euch, und zwar die Firma fpvmulticopter.com, die hat mir einen Gutscheincode eingerichtet für alle Zuschauer hier, und zwar den Gutscheincode Copter Forum, zusammengeschrieben ein Wort. Wer das eingibt, der bekommt hier auf die Bestellung dieser Zweifach-Akkuhalterung 4% Rabatt. Ja, das war's von mir. Wenn euch mein Film gefallen hat, ihr wisst Bescheid, dann schreibt mir hier unten einen netten Kommentar rein, empfehlt mich weiter, gebt mir eine positive Beurteilung und abonniert mich.